Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Hauptthema der heutigen Sendung ist die Wirtschaftlichkeit von Tiefkühlprodukten. Wir haben ein paar Konsumenten gefragt, was sie zu diesem Thema meinen. Tiefkühlprodukte finde ich ganz gut. Man ist einfach schneller und hat mehr Zeit fürs Kind. Es stimmt natürlich, dass man Tiefkühlprodukte einfacher geht, aber man muss es auch zahlen. Ich kaufe Tiefkühlprodukte, ja, weil ich keine Frau habe. Also ich kaufe meine Tiefkühlprodukte immer in diesem Coop-Laden. Da hat es eine grosse Auswahl und es ist halt günstiger. Dazu haben wir noch eine Spezialistin gefragt. Frau Bollmann, die Wirtschaftlichkeit von Tiefkühlprodukten, das ist eine Frage, die Sie ganz sicher beantworten können. Ja, die Wirtschaftlichkeit, also wirtschaftlich haushalten, bedeutet nicht nur mit dem Geld auszukommen. Man muss das Geld, das einem für die Ernährung zur Verfügung steht, auch richtig einsetzen. So, als eine gesunde und ausgeglichene Ernährung garantiert ist. Ich denke hier besonders auch an Vitamin und Mineralstoff. Nachfrage, ist frisch gekauftes Gemüse viel vitaminhaltiger als tiefgekühlt? Das glauben viele Leute. Sie müssen aber berücksichtigen, dass es auch beim Frischgemüse 1 bis 2 Tage geht, bis man es kaufen kann. Und der Vitamin-C-Gehalt tut sich bereits von der Ernte weg vermindern. Also ist ein Gemüse, das sofort nach der Ernte verarbeitet und tiefgekühlt wird, im Vitamingehalt überaus günstig. Und wie ist der Vitaminverlust bei der Zubereitung? Da ist es sehr wichtig, dass man die Zubereitungsanleitung auf den Packungen genau liest. Auch über die Zubereitungsdauer. Denn wenn man ein Gemüse zu lang kocht, macht man aus einem vitaminreichen ein vitaminarmes Gemüse. Also ganz allgemein kann man sagen, also ein Tiefkühlprodukt, das einem zwar zuerst teurer scheint, aufs Ganze gesehen wirtschaftlich vielfach günstiger ist. Denn man hat keinen Abfall und muss viel weniger vorbereiten. Dankeschön, Frau Bollmann. Bei Coop können Sie Tiefkühlprodukte besonders wirtschaftlich einkaufen. Denn Coop hat ein vielseitiges Angebot zu günstigen Preisen. Unter der Qualitätsmarke Goldstar. Zum Beispiel die erntefrisch tiefgekühlten Gemüse und Früchte. Die fixfertigen Goldstar Herdöpfelprodukte. Mehr frisch tiefgekühlte Fisch. Ofenfertige Goldstar Backspezialitäten. Oder die feinen Rahmglasse-Überraschungen. Und da ist die letzte Goldstar-Neuheit. Ein Kilo fixfertige Goldstar-Pommes frites. Ohne Rüsten, ohne Abfall. Wenn Sie so eine Goldstar-Tiefkühlpackung näher anschauen, sehen Sie allerhand wertvolle Informationen drauf. Die genaue Zubereitung. Das Verkaufsdatum, das Ihnen die Frische garantiert. Die Haltbarkeit in den verschiedenen Kühlschrankfächern und im Tiefkühler. Genaue Angaben über den Nährwert und Kalorien. Und schließlich, dass der Anbau von dem Goldstar-Spinat kontrolliert worden ist. Eine Garantie für gesundes Gemüse. Sie sehen, Coop informiert Konsumenten gründlich. Und da habe ich gerade noch eine wichtige Mitteilung. Jetzt gibt es 600 Gramm fixfertigen Goldstar-Rahmspinat tiefgekühlt zum Hit-Aktionspreis. Und bis zum nächsten Dienstag gibt es in allen 1500 Coop-Läden die weiteren Hit-Angebote. Früher getrocknete Kaffee Mokka Gold im 100 Gramm Nachfüllbeutel mit und ohne Koffein. 2x 100 Gramm Dörrbohnen. 2 125 Gramm Dosen marokkanische Sardinen. 450 Gramm Midi Erdbeergonfi und 450 Gramm Midi Krisigonfi. 2 Deziliter Kaffeerahm im Retourglas. Und als Hit am Wochenende, also nur morgen, übermorgen und am Samstag, gibt es eine Dose an 860 Gramm Midi-Gemüseplatten mit Champignons. Und ein 5er-Pack Lola-Schoki. Achtung, noch ein Preisschlager, nämlich 6 Rollen WC-Papier Hackli. Und jetzt zu unserem November-Wettbewerb. Schreiben Sie einfach 3 Produkte, die Sie im heutigen Coop-Mittwochstudio gesehen haben, auf eine Postkarte und schicken Sie die wie immer als Coop-Mittwochstudio Postfach 4099 Basel.
Unter allen richtigen Einsendern werden wir für 5'000 Franken Einkaufsgutscheine verlosen. Einsenderschluss ist der 21. November 1977. Auf Wiedersehen bis am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit.